Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Die erste Hälfte der 11. Session, liebe Leute. Und ja, wir werden jetzt weiter voranschreiten. Beim letzten Mal sind wir ja endlich ins zweite Kapitel vorgestoßen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, da wir hier erstmal durch sind, gehen wir jetzt mal direkt zu der Ausgrabungsstätte im Osttempel, wo anscheinend nicht alles so reibungslos läuft, wie es sein sollte. Übrigens für euch als zum Nachvollziehen, wir haben heute den 7. November 2015 um 20 vor 6, also wir gehen dem Abend mit großen Schritten immer näher. Wenn ihr euch das anseht, habt ihr wahrscheinlich den 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten, liebe Leute, ihr hört richtig. Das heißt, wenn ich nachher die zweite Hälfte aufnehme, dann ist wahrscheinlich schon Weihnachten. Ja, also ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel Vorrat ich hier habe. Aber um ehrlich zu sein, dieses Spiel macht einfach nur riesen Spaß aufzunehmen. Deswegen fällt es mir auch schwer, mich mit dem Aufnehmen hier von zurückzuhalten. Es tut mir, wie gesagt, sehr leid. Aber ihr könnt mir gerne natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Anliegen habt. Ich werde euch auf euren Kommentaren zumindest meistens dann auch antworten. So. Es sei denn, mir sind die... Ich hatte ja, glaube ich, das kam noch nicht allzu oft vor, wenn mir Kommentare nämlich zu blöd sind, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, also wenn es irgendwelche Kommentare sind, sind die scheinbar nicht wirklich, ja, mit dem Video zu tun haben, sage ich jetzt mal so, oder nicht wirklich ernst gemeint sind. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, das ist scheiße jetzt gerade, aber auf jeden Fall antworte ich auf Kommentare, so, um es mal so zusammenzufassen. Also falls ihr irgendwelche Anregungen oder sowas habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So ist es nicht. So, und jetzt gehen wir mal eben zum Osttempel. Ups. Wir springen durch die Landschaft wieder einmal. Eine langweilige Laufpassage gleich zu Anfang einer Session. Yay! So. Deswegen springe ich einfach mal, weil ihr seht ja, dann geht es ein bisschen schneller. Vonstatten. Finde ich sowieso interessant. Er läuft total langsam, aber kann springen wie sonst was. Unser kleiner Sprungheld hier. So. Was kann ich so nebenbei sagen? Ja, momentan läuft, wie gesagt, noch das Replay zu Crash Bandicoot 1. Heute ist der zweite Fail-Part des Replays rausgekommen, wo diese blöde Cobra aus Jaws of Darkness mir in die Quere kam, da ist tatsächlich ein Keiler. Geil. Den nehmen wir natürlich gleich mit. Sehr schön. Ist die Laufpassage ja nicht ganz so langweilig, wenn hier uns auch noch Keiler über den Weg laufen. Und die kümmern wir uns natürlich auch. Und zwar genauso. Hehe. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch Schönes auftreiben können. Speichern mal eben. So. Ich frage mich, ob hier wirklich nochmal ein paar Pflanzen gespawnt sind, weil bisher habe ich nicht so den Eindruck, dass so viele Pflanzen gespawnt sind. Also es sind zwar welche gespawnt, ein paar einzelne, aber nicht wirklich viele, muss ich sagen. Und es kommt ein Gewitter. Also nicht in der Realität, nicht draußen, sondern hier im Spiel. Wir haben gerade ein bisschen Schallfaden erlitten. Fallschaden. So. Wir müssen jetzt aber fast da sein. Liegt hier was rum? Ach nee, wir müssen hier nochmal kurz... Wir müssen nochmal einen kleinen Abstecher machen, liebe Leute. Mir fällt nämlich gerade ein, dass wir dem jüngsten Sohn von Tilda noch Bescheid geben müssen, dass seine Mutter nach ihm gefragt hat. Und wenn wir dann das nächste Mal in der Hafenstadt wieder sind, können wir ihr dann Bescheid geben, dass ihr Sohnemann oder ihre Söhne-Männer alle in Sicherheit sind. Falls er noch da ist, das ist jetzt die Bedingung. Ja, er sitzt da noch. Marvin, deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich. Deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich. Ach ja, meine Mutter macht sich immer Sorgen. Du kannst ihr ja sagen, dass ich noch lebe und dass ich sie vermisse. Mütter stehen auf sowas. Das machst du gefälligst selbst. Ja, wenn ich mal viel Zeit habe. Vielleicht. Du hast ja nicht gerade rein zufällig viel Zeit, ne?
Und in der Wildnis treibt sich ja so momentan jedenfalls nichts rum. Jedenfalls habe ich eigentlich alles hier getötet. Ihr seht es ja selber, bis auf die zwei Keiler, die wir vorhin hatten, hatten wir bisher keine Feinde hier. Keine tierischen oder Gnome sind hier auch nicht unterwegs. Und es regnet in diesem Spiel, ja. Kam mir auch total selten vor. So. Haben wir denn hier noch irgendwelche Tiere wild rumlaufen? Nö. Irgendwie nicht so wirklich, ne? Ich nehme übrigens wieder mit dem Standmikro auf. Aus dem einfachen Grunde, ich hatte ja in der letzten Hälfte der Session mein Headset-Mikro wieder provisorisch benutzt. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil ich zuerst tatsächlich dachte, das Mikro sei kaputt. Ist es aber nicht. Weil ich hatte nämlich letztens mit dem... Was heißt letztes? Ich habe gestern nämlich mit dem Laszlo aufgenommen und der konnte mich auch gut hören mit dem Mikro. Und auch der Alex. Also ich habe nicht mit dem Alex aufgenommen, aber ich habe mit ihm mal so gesprochen. Und da hat das mit dem Mikro eigentlich hervorragend geklappt. Deswegen dürfte es nicht am Mikro gelegen haben. Ich kenne die Ursache ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass das jetzt auch nicht der Fall ist mit dem Piepen. Und falls doch, dann bearbeite ich das dementsprechend über Order City, nachdem ich ja den Rick zu Rate gezogen hatte, den Super Flash Crash. Liebe Grüße übrigens an alle Kollegen, die ich hier gerade erwähne. Mit dessen Hilfe hatte ich das dann hingekriegt. Keine Tiere, okay. Hier ist ein Lagerfeuer, das verwaist ist. Und wir sehen, der Weg ist frei. Dann gehen wir mal rein. Und da werden wir auch gleich schon erwartet von einer Wache, die nach einem Arbeiter aussieht. Hey du, pass auf, wo du hinrennst. Die scheiß Ruine hier ist saugefährlich. Was ist denn los? Was ist denn los? Die ganze Aktion hier ist eine einzige Katastrophe. Fincher sagte, geht mal eben zum Osttempel und plündert die Bude. Also sind wir aufgebrochen und hier rein in die Ruine. Und jetzt stehe ich hier schon eine Ewigkeit und keine Sau kommt wieder raus aus dem Ding. Wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet, hätte ich mich bestimmt nicht freiwillig gemeldet. Wie viele Männer seid ihr? Wie viele Männer seid ihr? Wir waren zu sechs, drei Kämpfer und drei Schatzsucher. Einer der Schatzsucher ist vor lauter Blödheit in die Falltür da drüben gefallen. Ich sag noch, pass auf, du Idiot! Und schwupp, weg war er. Die anderen sind durch den Gang da hinten gelaufen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Wie genau lautet dein Auftrag? Wie genau lautet dein Auftrag? Ich soll hier den Eingang bewachen. Sagt wer? Danilo, mein Boss. Fincher, der Leibwächter des Don, hat Danilo befohlen, erst wieder ins Banditenlager zurückzukehren, wenn hier kein Krümel Gold mehr zu finden ist. Ich möchte mal wissen, wie er das schaffen will. Er kann doch noch nicht mal seine Leute zusammenhalten. Nicht gut. Wenn deine Kollegen jetzt deine Hilfe brauchen? Und wenn deine Kollegen jetzt deine Hilfe brauchen? Ich soll genau hier Wache stehen und gewöhnlich tue ich, was man mir sagt. Ja, du bist der wahre Held. Wenn du Danilo siehst, dann sag ihm, er soll sich beeilen. Ich setze hier langsam Moos an. Natürlich. Ich werde Danilo ausrichten, dass du hier wieder raus willst. Ich werde Danilo ausrichten, dass du hier wieder raus willst. Moment. Wenn du ihm das so sagst, dann denkt er doch, dass ich Angst hätte. Nee, warte mal. Erzähl ihm einfach, dass hier oben alles nach Plan läuft, ja? Ja. Erstmal muss ich ihn finden. Eben. Gut. Mach das. Ich bin so lange hier oben. Natürlich. Ich liebe diesen Kerl. Was habt ihr bisher gefunden? Nicht viel. Ein bisschen Goldkram. Aber die Ruine hier geht tief in den Berg hinein. Weiß der Henker, was da unten noch auf uns wartet? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem Bau hier. Das kann ich verstehen, vor allem bei den ganzen Erdbeben hier. Einer der Schatzsucher ist durch die Falltür gefallen? Ja, verdammt, genau so war's. Wenn du mir nicht glaubst, dann spring doch hinterher. Aber beschwer dich nicht, wenn du da nicht wieder rauskommst. Ja, ich schau mir den Schlamassel mal genauer an. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Diese Viecher, die hier aus allen Mauerlöchern kriechen, sind verflucht gefährlich. Ja, das glaube ich ihm.
Das glaube ich Ihnen sofort. Und hier sind viele Kristalle. Oh, eine Obsidian-Ablagerung. Hallo, nehmen wir gleich mal mit. Mehr ist nicht zu holen. Okay, 5-mal in Obsidian. Sehr gut. Wurde übrigens, glaube ich, damals unter anderem für den Bau von Pfeilen benutzt. Hier ist übrigens die Pfeiltür, in die wir übrigens später auch noch rein müssen, tatsächlich. Ich werde hier mal eine Fackel benutzen, weil hier ist es doch sehr dunkel. Obwohl ich Rollo unten habe. Dafür habe ich aber meine Schreibtischlampe an. Deswegen sehe ich nicht so viel dann. So. Gut, dann gucken wir mal hier. Ah, hier sehe ich schon mal einen Pilz. Den nehmen wir natürlich gleich mit. Aber hier ist nichts wirklich Aufregendes momentan. Dann gehen wir mal weiter runter. Schreiten nun weiter voran, liebe Leute. Ihr kennt das ja schon inzwischen. So, ah, hier haben wir noch jemanden. Halt! Wer da? Bleib locker, ich tu dir nichts. Bleib locker, ich tu dir nichts. Mann, hast du mich erschreckt. Was rennst du hier überhaupt rum? Bist du lebensmüde? Nicht nur, dass dieser Tempel völlig marode ist und jeden Moment droht einzustürzen. Überall lauert der Tod hier unten. Wo ist euer Anführer? Wo ist euer Anführer? Danilo habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Er ist mit diesem verrückten Schatzsucher da drüben in dem Gang verschwunden. Wollte nur mal eben sehen, was es da zu holen gibt. Aber weder er noch der Schatzsucher sind da je wieder rausgekommen. Wenn du mich fragst, sind die beide verreckt. Mach keinen Scheiß, Junge. Ich werde nach Danilo suchen. Ich werde nach Danilo suchen. Du bleibst hier und hältst die Stellung. In Ordnung. Wir kriegen ohnehin keine 20 Mann weiter in diese Ruine rein. Aber 10 Pferde, hä? Ja. Das war ein sauschlechter Gag. Eine Heilpflanze, die nehmen wir gleich mal mit. Ist übrigens sowieso sehr interessant, dass sie sich da unten versteckt. Den Ring können wir bestimmt nicht auslösen, weil der viel zu hoch angesetzt ist. Das hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Dutin, dann reden wir mal mit ihm. Wie geht die Arbeit voran? Wie geht die Arbeit voran? Mühsam. Bin ganz alleine. Oh. Wie geht's deinem Bruder Ulf? Wie geht's deinem Bruder Ulf? Ulf, ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann das fühlen. Du musst ihm helfen. Er ist in großer Gefahr. Beruhige dich. Ich werde deinen Bruder Ulf schon finden. Beruhige dich. Ich werde deinen Bruder Ulf schon finden. Ja, finden wirst du ihn sicher. Aber wenn du dich nicht beeilst, ist er dann vielleicht schon tot. Was hast du bisher gefunden? Was hast du bisher gefunden? Ein bisschen Goldkram. Zu viel, um zu sterben. Zu wenig, um zu leben. Das einzig Interessante ist dieser Altar dort drüben. Er scheint über einen komplizierten Mechanismus mit der Gittertür dort verbunden zu sein. Das ganze Ding ist mit einer Technik verarbeitet worden, die mir gänzlich unbekannt ist. Eins ist schon mal klar. Die Erbauer dieser Tempelanlage waren hochentwickelt. Das ist gut, dass du uns diese total nützlichen Informationen zukommen lässt. Hier sehen wir einen Altar, der anscheinend bis auf die Kerzen leer ist. Und hier ist der Altar, den er meinte. Hier müssen wir nämlich einen bestimmten Gegenstand drauflegen, damit sich die Tür hier öffnet. So viel kann ich euch verraten. Aber was es genau ist, werde ich nicht verraten. Denn diesen Gegenstand werden wir sowieso noch finden. So, anscheinend müssen wir jetzt durch diesen Gang hier gehen. Oh, mir schwant Übles. Irgendwas erwartet uns hier. Irgendwas, was mir nicht gefällt, ist hier. Sarkophage. Ja, gut, gegen Sarkophage habe ich nun nichts einzuwenden. Aber gegen dessen Inhalt. Okay, der war wirklich schnell im Eimer. Ein Skelettkrieger jetzt mit 12 Gold und ein Knochen. Was ist mit dem anderen? Ah, in dem anderen ist kein untotes Skelett drin. Sehr gut. Stattdessen ist da... Oh, Dämonenklinge. Man munkelt, dass diese Waffe die Seelen seiner Opfer frisst. Klingenschaden 66. Übrigens ein Zweihandschwert. Mittlere magische Rolle, Heilungsrolle und eine Hornmuschel. Nehmen wir beides mit. Ein dämonisches Schwert. Mhm. Interessant. Gut, dann nehmen wir mal wieder die Fackel an uns. So. Gut, den Skelettkrieger haben wir ja erledigt.
Oh, hier ist eine Obsidian-Ablagerung. Wahrscheinlich schmeißt er jetzt wieder die Fackel weg, genau. Diesmal aber berechtigt, weil er ja für die Spitzhacke beide Hände benutzen muss. Das hat sich gelohnt. Ja. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, hier Edelsteine zu kriegen, ist extrem gering für die Minen. Aber sie ist durchaus da, die Wahrscheinlichkeit. Also es ist nicht unmöglich. Hier ist eine Truhe, die öffnen wir mal eben. Dafür braucht er interessanterweise nur eine Hand. 37 Gold, eine Telekinese-Schriftrolle und einen Knochen. Nehmen wir alles mit. Sehr gut. So, dann gucken wir uns hier mal weiter um. Wir versuchen irgendwie noch die Leute hier zusammen zu sammeln, die noch hier verstreut sind. Seht ihr die gelben Augen da? Das ist ein Ghoul. Angriff! Und hier treiben sich... Oh, sag mal. Alter! Alter! Der Ghoul wollte... Zwei Ghule sind es. Alter! So, jetzt. Sehr schön. Die Ghule machen uns immer noch Schwierigkeiten, auch wenn sie extrem... Weil sie so extrem schnell ihre Angriffe durchführen. Also es ist schon beeindruckend, was die drauf haben. Gut, die sind aber erledigt worden. Und jetzt haben wir hier ein kleines Malheur. Wir haben sogar ein großes Malheur, denn wir haben hier Danilo gefunden. Verdammt nochmal. Eine Fackel, ein Teller, eine alte Münze und die Karte des Osttempels. Nehmen wir alles mit uns. Das ist bedauerlich, dass der nicht mehr unter uns weilt. Wir haben jetzt das Malheur, dass es hier zwei Wege gibt. Okay, es ist ein Weg. Hier ist einfach nur ein Sarkophag. Und der ist bestimmt nicht bemannt. Okay. Sondern, was haben wir hier drin? Ein Knüppel, 10 Pfeile. Oh, eine Nautilus-Verwandlung und eine alte Büste. Mhm. Interessant. So, ist doch was hier drin? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Irgendwas Nützliches? Nein? Okay. Gut, dann habe ich mich geirrt. Dann gibt es doch nur einen Durchgang, nämlich den hier. Nein, den da. Obwohl, kommen wir nicht von dem? Hilfe, ich komme ganz durcheinander. Nee, von dem kommen wir definitiv nicht. Jedenfalls sieht das nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Schreiten weiter voran. Und hier treiben sich anscheinend noch mehr Ghule rum. Och, nö. Na komm her, Ghoul. Auf die Fresse! Und tot. Genauso muss das sein.